Hey, Internet und YouTube. Und Olli. Oh, grüß dich. Ja, wir haben uns eine Taktik ausgedacht. Richtig. Schleichen. Wenn du möchtest, ja, erklär du mal die Taktik, die wir ausgemacht haben. Ja, wir schleichen uns einfach an den kleinen Schildkröten vorbei. Der Anni zielt schon auf uns. Pass auf, dass du keinen linken Elfmeter bekommst. Ja, vorsichtig. Ja, Schwalbe. Pass auf. So. Moment. Ich will, dass sie sterben. Die wollen den Bereich mit Gas fluten. Man kann nur mit Wasser fluten. Aber echt. Okay. Also hier ist auch mal Licht. Ich mache hier gleich mal einen Lichtschalter. Das ist ein guter Idee. Nee, ich kann nicht. Ich kann das Licht nicht ausschalten. Ich hol schon mal die Schnorchel, falls wir hier untergehen. Falls sie mit Gas fluten, meinst du? Ja. Also die Lichter, diese Lichter können wir nicht ausmachen. Wir müssen die Lichter da hinten ausmachen. Das sind so längliche Lichter. Ja, warum kann ich die runden Lichter nicht ausmachen? Ja, weil die aus ziemlich dickem Glas sind. Ja, das sind die neuen EU. Richtig. Dann haben wir schon. Okay. Ich wollte es nur wiederholen. Was? Achso, ja. Ist auch ein Kracher, der Witz. Ja, absolut. Sollte ein Knopf bei Stefan Raab sein. Mäp. Sind ja auch die neuen EU-Glühlampen. Absolut. Ja. Okay, also der erste ist erledigt. Ich trau mich gar nicht. Ich will nicht. Einige Minuten später. Ah! Was mach ich? Was machst du? Ich wollte den Ding. Dank. Ding ins Küchen. Ach, scheiße. Ist ja wirklich ungut zum Wiederbeleben, muss ich sagen. Echt? Tut mir leid. So, mitten mittig. Wenn du das schaffst. Für dich! Ja. Ich bin down. Okay, du musst wieder. Oh, ich wurde gesehen. Autsch. Okay. Was sagst du, Quantum? Ich bin jetzt voll optimistisch. Du bist voll optimistisch? Ja. Ich nicht, aber beweis mir das Gegenteil. Was ist hier, warum ist hier rot? Warum ist diese eine Kiste hier rot? Warum die Kiste rot ist? Was war denn hier gerade rot? Es geht wieder los. Was war denn da? Was ist hier rot? Es geht wieder los. Ja, wenn du das dann bei mir siehst, dann weißt du, was ich... Diese Kiste hier, die kann man ja noch vorschieben, oder? Natürlich, die Kiste, ja. Ja. Ja, schieb sie doch. Herkommen. Komm her, wir schieben diese Kiste hier nach vorne und dann explodiert das. Ich bin überzeugt davon. Bist du dir ganz sicher? Nee. Ich bin hier gerade am Krabbeln wie eine Schildkröte. Warum bin ich so schnell? Ach, jetzt. Oh, Wo bist du? Wo bist du schon wieder? Ich bin hier, siehst du mich nicht? Ja, nee. Ich krabbel auch hier oben lang. Ah. Ist alles cool. So. Ich war hier mit der Kiste beschäftigt. Ja, mit der roten Kiste, die natürlich existiert. Was denn? Ich glaub dir doch vollkommen. Okay, ich dachte, du machst dich. Okay. Quatsch, nie im Leben, ich würde das niemals tun. Dann entschuldige ich mich jetzt bei dir. Genau, das wäre respektlos. Es tut mir wirklich leid. Wenn ich mich darüber lustig machen würde, dass du nicht existierende rote Kisten siehst. Was? Okay, was machen wir jetzt? Jetzt? Irgendwie sowas. Wo man nicht gesehen wird, würde ich sagen. Warte mal, bis jetzt läuft es doch ganz... Warte. Das läuft echt richtig gut. Oh, was ist, wenn der jetzt gesehen wird? Der was hier? Also hier können wir nicht durch. Hier ist das scheiß Licht, oder? Bist du hingefallen? Du musst irgendwo hinzielen und Leertaste drücken. Also rechte Maustaste zum Anlehnen und dann irgendwo hinzielen, wo so ein Doppelpfeil ist. Und dann Leertaste und da kannst du da hinsprinten. Oh. Was? Ich hab's falsch gemacht. Shit! Genau. Ja. Gott, shit. Scheiße, ja. Okay, wenn ich jetzt gewusst hätte, wie das funktioniert, ne? Leertaste. Dann? Dann, was ist unabsichtlich irgendwas geklickt? So sieht's nämlich aus. Was? Oh Mann! Um Himmels Willen. Ach, da oben krabbelst du. Ja. Das ist schön. Moment. Nein, bin nicht drunter. Ach du Scheiße, gleich geht das Licht hier an.
muss das Ding hier anmachen. Ich muss das Ding hier anmachen. Nein! Oh, oh, das, nein! Das. Das ist unmöglich. Ich will das nicht. Ja, aber selbst wenn du das... Hast du den Hebel betätigt noch? Der ist betätigt. Aber was hat sich jetzt getan? Ich aber sie merken nichts. Das Strom-Dingsbums ist jetzt aus. Okay, und wo geht's hin? Wir müssen auf die ganz andere Seite. Da ist ein Hebel! Wo? Auf der anderen Seite anscheinend. Auf der anderen Seite ist aber ungünstig, wenn wir auf der anderen Seite sind. Verdammt! Was machen wir dann? Können wir nicht einfach diese Seite nehmen und einfach da hinschieben? Verdammt. Was ist, wenn ich mich umdrehe mit der Kante? Nee, das ergibt keinen Physikal. Papier kann man knicken. Dann ist die eine Seite, ja, das ist richtig, auf der anderen Seite. Kann man den Raum hier knicken? Warte, ich drehe den Monitor um. Scheiße, knick den Monitor. Tu es nicht. Ich glaube, ich sehe den Hebel trotzdem nicht so ganz. Oh, der Hebel, was die Meteranzeige ist die ganze Zeit. Richtig, das müsste er sein. Ich bin die ganze Zeit in die falsche? Nee, oder? Ich glaube schon. Meine. Wahrscheinlich muss nur einer hier lang. Wer hat mich entdeckt? Weiß ich nicht. Ich bin da rum herumgeklettert, was soll denn das? Schnell! Oh, wir sind synchron abgesprungen. Das war eine glatte 6. Also, 6 ist, glaube ich, die höchste Punktzahl, oder 8. Synchron springen, Turmspringen. Wollte ich nur mal kurz erfahren. Okay, Moment. Oh mein Gott. Hab Knöpfchen gedrückt. Und jetzt? Weiß ich nicht. Alles gut? Alles ist gut. Wir haben's geschafft. Ja. Game over? Let's play beendet. Jetzt sind wir wieder hier. Du hast die Dings hier kaputt gemacht. Schau, was da jetzt passiert ist. Oh nein, was mache ich da? Oh. Du hast meine imaginäre rote Kiste zerstört. Oh. The fuck. Okay. Ja, jetzt ist Hell Breaks los. Ja, jetzt geht's aber ab hier. Die. Oh. Hast du ein Stück Fleisch oder sowas? Ich. Bist du hungrig? Das auch, aber. Eigentlich könnten wir die ablenken damit, glaube ich. Aber falls du einen Grill. Dabei ich gehe jetzt hier wieder hoch. Gut, ja. Weil. Ich weiß nicht. Nein. Mach keinen Quatsch. Ist alles cool. So, könnte mir irgendjemand sagen, wo ich hin muss? Ah, 31 Meter. Oh, okay. Auf Container schießen. Wir müssen auf den Container dahin schießen, steht da. Ich bin schon bei dir. Du bist bei mir? Okay. Ich hänge hier so. Ich hab Angst, ganz große Angst. Hab keine Angst. Okay. Wir haben eine Granate direkt zu dir. Das war ich. Ah! Oh Gott, sorry. Ich wurde erschrocken. Der hat mich von hinten erwischt. Oh nein. Wie von hinten? Bist du etwa... Ja. Nein! Doch. Nicht! Also Druck jetzt! Es tut mir leid. Ich könnte es nicht für dich aufsparen. Oh no! Na. Ich hoffe, es noch nicht zu beleben. Komm schon! Ja. Komm schon! Mach keinen Scheiß. Lebe, wie du noch nie gelebt hast. Ich lebe, weil du mich brutzelt. Gebrutzelt hast. Ich brutzel dich. Wenn du sagst, du hast viel Spaß. Du hast mich gebrutzelt, wie noch kein Mann mich jemals gebrutzelt hat. Wahre Worte. Wir müssen auf den Container. Da oben, das Ding. Da oben, das... Oh, ja, das Ding da oben müssen wir abknallen. Ich sehe kein Ding da oben. Ah, 16 Meter Ding da oben. Ja, genau. Also ich schieße hier auf irgendwas. Ja! Oh mein Gott. Warte, jetzt nur nicht zu früh. In Euphorie. Ja, Chewbacca. Übergeben. Oh nein, das will ich auf keinen... Nicht. Nicht, kommst du jetzt? Ach, nicht. Nee. Noch nicht, halt's zurück. Musst nur pupsen. Also ich meinte... 19 Meter, komm schon. 19, wo sind die da? Müssen durch den Tunnel flüchten. Durch den Tunnel. Oh mein Gott. Bitte. Nein. Das ist nur eine Explosion, das ist ganz normal. Aber. Oh nein. Wie lange geht diese Mission? Gibt's hier irgendwo nicht. War das ein Speicherpunkt? Ich hoffe. Ich glaube, das ist ein Speicherpunkt. Aber natürlich. Das war ein. Stand da gerade Unnutzersprung. Ach, unterstützter Sprung. Unnutzersprung hier. Das hätte ich gewusst. Oh, ich bin bereit für den unnützen Sprung. Oh, super, dann machen wir mal den unnützen Sprung. Oh, das war ja nutzlos. Oh mein Gott, Sequenz. Oh mein Gott, Sequenz bedeutet automatische Speicherung. Zwei Tage zuvor.
Das heißt, wir waren schon 2 Tage. Was? Ich glaube, wir haben es. Oh mein Gott. Aber 2 Tage zuvor, das heißt, jetzt müssen wir alles noch einmal spielen, oder wie? Hör auf, Quantum. Quantum, hör auf. Da waren wir! Hast du es gesehen? Haben, wo? Wir die da. EMP-Gefechtsköpfe lokalisieren. Meine Herren, Sie waren die ganze Zeit vor unserer Nase auf dem Mostock-Testgelände in Nordossetien versteckt. Unglücklicherweise haben die überlebenden Mitglieder von Gastrat bereits einen neuen Käufer gefunden. Sie wollen die EMPs im Laufe des Tages ausfliegen. Hier sind 2 kleine Fledermäuse. Unser Verbindungsmann André Kobin mit seinen Ich sehe hier einen Wagen von mir. Willst du mich? Bist du wieder woanders in deiner Welt, oder? Nein, nein, wir sind da wirklich. Müssen dafür sorgen, dass Mostock oh nein, jetzt geht's bei mir los. Mit anderen Worten, spielst du überhaupt ein anderes Spiel? Vielleicht ist es deshalb so schwierig, weil wir 2 unterschiedliche Spiele spielen. Wahrscheinlich. Ich sehe die ganze Zeit nur den Wallpaper. den man da kaufen kann. Den tollen Wallpaper. Ich spare drauf. Okay, könnten wir das jetzt, wir das Speicherdings und... Haben wir gleich 12 Minuten erreicht? Ich würde sagen, wir sind jetzt bei 18. 18, ach, das geht ja noch. Knapp über 12. Haben wir es geschafft, Aber unter 20. Ja, immerhin. Das wäre sonst peinlich, ne? Wenn wir da 20 Minuten und 2 Parts dran sitzen würden. Okay, mit anderen Worten, ist das jetzt abgestürztes Spiel bei mir? Ich hoffe doch, weil sonst... Wertvoll Sprengköpfe von Himmel holt. Punkt, Punkt, Punkt ist bei mir das Letzte. Bei mir ist das Letzte ein schwarzer Bildschirm. Und, ach ja, die Verbindung zum Pause. Hast du was geklickt? Zurück zum Hauptbildschirm. Du hast das Spiel verlassen. Ich habe das Spiel verlassen? Ich töte dich, wenn das jetzt irgendwie zusammenhängt. Hörst du mich noch? Ich höre dich. Du hast das Spiel verlassen, steht hier. Ich habe aber nichts gedrückt. Oh mein Gott. Dann machen wir jetzt erstmal einen kleinen Schnitt und hoffen, dass die Mission gespeichert wurde. Danke, bis zu sehr, mach's gut. Bis dann.